Ja, meine Lieben, herzlich willkommen bei Abanacho und Omega 5000. Wie schön ist das? Und in Imperium Galactic Survival. Ja, da sind wir nämlich. Tachchen, ihr Lieben. Wir sind hier gerade in unserem Cockpit, denn wir haben ja gesagt, wir räumen alles um. Das haben wir getan. Und dann wollen wir los. Und das wollen wir jetzt auch tun. Deine Wumme hat Licht. Heißt, nein, das war jetzt nicht meine Wumme. So. Apropos Wumme, Oma hat schon eine neue Wumme. Das heißt, eigentlich hat er zwei. Die habe ich ihn eben in meine Hand gedrückt mit ein bisschen Munition. Das müssen wir noch nachproduzieren. Und Oma konnte jetzt auf dem Passagiersitz nicht drauf. Warum? Ganz einfach. Ich habe momentan ja die ganzen Sekundärsysteme aus und da sind eben auch die Dingens drunter. So. Die Cockpits und Passagiersitze. Und Captain's Cockpit geht immer. So. So, jetzt kann ich drauf. Jetzt kannst du drauf und dann einmal V drücken, damit du die Außenansicht hast. Wow. Ja, und wir gehen jetzt, dafür gehe ich nochmal kurz rein, ziemlich steil nach oben weg. Das heißt, ich werde jetzt zusehen, warum habe ich dann so, nee, da kann ich es auch so machen. In der Außenansicht sieht man die ganzen Pflanzenlichter. Mhm. Und du siehst auch die ganzen, wenn du mal von hinten guckst, dann siehst du auch die ganzen Düsen. Ach, wir sind schon wieder an dieser roten Mauer, die man nie sieht in dem Raumschiff. So. Draußen habe ich sie gesehen, wie viele Düsen an dem Ding sind. Naja, oben 6, hinten 5, vorne 6 und seitlich jeweils 4 oder 6. Ich glaube 4. Wahnsinn. Was ein Riesenschildi. Ja. Richtig steil nach oben weg. Aber da fliegt sich eigentlich relativ geschmeidig. Klar. Okay. Wie ich schon sagte, auch in der Folge heute, also von mir aus gesehen, ist natürlich ein Panzer, fliegt sich wie ein Panzer. Aber braucht man sich keine Gedanken drum machen. Gut, das war aber komisch. Und dein Moppel ist weg. Nein. Doch. Nein. Der ist weggebackt. Warum geht das mit deinem Moppel nicht? Verstehe ich nicht. Mein Moppel ist weg. Wie lustig, die ist da. Das verstehe ich jetzt mal gar nicht. So, und jetzt mein Lieber. Eben was Rotes auf der Map gehabt oben. Das ist nur eine Drohne gewesen. Okay. Jetzt gehe ich mal einmal. Was haben wir gesagt? Wir nehmen uns den Planeten, der am weitesten weg ist, weil ich glaube, da war noch keiner. Okay. Kriege ich mein Moppel irgendwann mal wieder? Nee, oder was? Dann müssen wir uns neu bauen. Aber nein. Ich hab ja ein Blueprint davon gemacht und zwar ein aktuelles. Moppel! Das tut mir wirklich leid. So, ich fliege jetzt mal einmal in die Richtung, da siehst du gleich den Planeten. Da wollen wir hin. Siehst du den? Den visiere ich jetzt an. Da hinten das? Ja. Und jetzt gehen wir einmal ins Raumschiff. Ja. Bist du? Ja. Und jetzt höre. Wow. Wie jetzt? Ja, das war der Warp-Antrieb. Schon da? Naja, ist halt Warp, ne? Ich verstehe nicht, warum der Moppel nicht auf dem Schiff drauf bleibt. Aber die lustig schon, das ist mir gerade ein bisschen hoch. So, auf dem Planeten war ich ja auch noch nie. Das heißt, ich weiß gar nicht, was es da gibt. Das werden wir gleich einfach mal feststellen. Und wir werden mit dem großen Schiff landen. Ob das eine gute Idee ist? Ja, weil dann sind wir safe. Die Geschütze, die sind da ganz gut. Was wir auch machen können, wir können uns ein schönes Plätzchen suchen, wo wir uns eine Dingens hinsetzen. Na? Gleich feuert die Artillerie, pass mal auf. Wollen wir sie mal ein bisschen ärgern? Die Drohne? Eine Space-Drohne sich. Wow! Ich sehe sie gar nicht mehr, die Drohne. Na, ich auch nicht. Schon in Luft aufgelöst, hä? Die ist schon weg, offensichtlich. Da bin ich mal gespannt, was das für ein Planet ist und was es hier überhaupt gibt. Also Standardressourcen wird es hier wohl geben. Was das Grüne da unten ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt irgendwie Land ist oder... Okay, sieht spannend aus, wie es gerade hier reingeht. Das wird jetzt erstmal lustig. Guck dir das an. Wow. Boah, krass. Richtig, ich sehe überhaupt nichts. Oh. Damn. Wo ist denn hier? Ach, da ist unten. Irgendwas ist da unten. Denk dran, gleich bevor du den Stuhl verlässt, den Helm aufsetzen. Meine Geschütze fangen schon an rumzuballern. Da ist die erste Drohne schon mal kaputt. Die sind genau unter uns. Naja.
Seuche hier. Oh, eine Wand vor uns. Die habe ich nicht gesehen, weil ja, ich bin gerade in der Außenansicht. Ich auch, aber ich habe die rote Wand da nicht gesehen. Das heißt, wir müssen in diese Richtung dann weiterfliegen. Ah, hier ist auch, hier unten sind auch schon irgendwelche Stationen direkt. Mhm. Außenansicht sieht es schon. Large Plasma Drohne. Digga, das sieht. Oh, jetzt kriegen wir. Oh, da sind sie weg. Nö, die haben einen auf den Sack gekriegt. Feindlicher Truppentransporter wurde auch schon angezeigt. Jo. Jo, wir werden beschossen, glaube ich. Kann es sein? Vorne, hinten, überall, ne? Wir werden beschossen und meine Geschütze schießen. Aber so was von. Haben wir ein Schutzschild? Oh, was ist denn hier? Sind überall Mauern oder was? Ich habe so gerade echt mal das Gefühl, dass. Wir kriegen auch, glaube ich, ganz derbe. Ja, kriegen wir auch, weil ich komme ja so gut wie nicht vorwärts. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Als wenn hier überall Mauern wären. Ist hinten was schon kaputt geschossen. Ja. Als wenn hier überall Mauern wären. Ja, ich sehe aber jetzt nichts. Deswegen fliege ich jetzt auch direkt mal einfach nach oben weg. Bisschen Abstand, oder? Ja. Ja. Da werden also haben sie auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufgemacht, alles. No, das geht eigentlich noch. Die haben halt ein paar Blöcke weggeschossen. Nur, ich bin da echt, als wenn da überall links und rechts Mauern wären. Ne? Ich konnte da echt nicht weiterfliegen. So, fliegen wir mal erstmal in der Höhe. Ja. Es ist auch, hinten auf jeden Fall einer von den Füßen weg. Von den Füßen? Ja. Na sowas? Hat einer dran geknabbert. Ah jo. Aber die Düsen, die scheinen. Eine Düse ist weg. Eine ist weg, ja. Eine Heckdüse. Zwei Heckdüsen sind weg. Das ist immer nicht so schlimm. Die kann man ja schnell ersetzen. Stimmt, da waren außen nochmal welche. Stimmt, jetzt sehe ich es gerade. Ja. Da sind die Löcher. Die haben unten ganz schön offen gemacht. Ja. Die alten Viecher. Xecke. Mal richtig durchgucken schon durchs Raumschiff. Ah ja. Und da ist schon wieder eine rote Mauer. Ja, jetzt wo du sagst, sehe ich es auch. Oh, die haben ganz gut geschossen hier. Ja. Naja. Die sind nicht so. Nö, wir sind da ja auch in Bedrängnis gekommen. Das ist auch kein Ding. Allerdings, dass ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich komme überhaupt nicht da weg, das war ein bisschen doof. Mhm. So, kann man sich denn mal. Aber hier scheint es gar nichts zu geben, ne? Du, ich kann es dir nicht sagen. Oh. Hier geht's direkt wieder weiter. Wir gehen doch erstmal auf einen anderen Planeten. Lass uns erstmal unser Raumschiff reparieren. Okay. Weil ich habe hier auch noch keine Erzlage oder so jetzt angezeigt gekriegt. Das ist unter der Erde. Naja, angezeigt kriegen hätten wir so schon sollen, ne? Okay. Dann nehmen wir uns jetzt erstmal einen anderen Planeten. Dann gehen wir müssen ja sowieso Eier besorgen. Dann machen wir jetzt erstmal einen Standardplaneten, den, Omikron. Du wirst schon wissen, wo das ist, ne? Omikron, ja. Würde ich mal so meinen. Und hier kümmern wir uns auch mal drum. Aber dann lassen wir das Raumschiff quasi um und gehen mit den Kampfjägern runter, die wir uns noch in der Zeit bauen werden. Ich hoffe. Oh, meine Lustige ist noch da. Wie schön. Jetzt müssen wir nur erstmal gucken, dass wir ein bisschen repariert kriegen. Also ein paar Blöcke reinsetzen. Kann sein, dass wir Pflanzkübel... Haben wir? Nee, haben wir nicht. Die haben direkt versucht, auf den Kern zu schießen. Wo denn? Bei uns, oder? So, ja, da mache ich mir jetzt gerade nicht so die Gedanken drum, weil. Wo haben wir denn Omikron? Da ist es doch. Ziel erfassen. Drauf zufliegen. Wo ist er? Erstmal Omikron suchen. Ah, da ist er. Ich sehe hier gar nichts im Moment. Nicht? Also nee, eigentlich solltest du jetzt wieder. Auf der Map keine Planeten, nix. Ach so, nee, da musst du auf das Weltall umschalten. Jo. Und da haben wir Omikron. Dann landen wir jetzt halt da. Okay. Oh ja, doch. Der da sieht sind gut aus. Ordentliche Macken drin. Ja. Ja, paar Dellen, ja. Jo. Jetzt sieht man es auch besser. Und unten halt. Da wird ordentlich repariert werden müssen. Aber es sind halt tatsächlich... Oh nee, seitliche Düsen haben die uns auch ordentlich weggeschossen. Also eine Frontdüse. Seite. Eine Frontdüse fehlt, eine seitliche Düse fehlt. Zwei seitliche Düsen fehlen. Also vorne sehe ich doch noch alle. Vier Stück. Ja, aber auf den Flügel zeige ich dir gleich. Wir sind ja gleich unten. Wow, jetzt geht's runter. Aber die haben den Kern nicht getroffen.
Und das liegt daran, wo er halt steht. Oben haben die uns auch zwei Düsen weggeknallt. Wie haben die das denn bitte schon gemacht? Wie haben die uns denn oben zwei Düsen weggeschossen? Okay. Keine Ahnung. Das würde ich jetzt gerne mal wissen. So. Landen wir erstmal direkt hier unten. Das sieht so aus, als würde ich es kennen. Das ist Omikron. Das ist der Wüstenplanet. Auch hier sehe ich jetzt aktuell gerade keine Erze. Wenn ich mal Moped zum Rausfahren. Ja, nur der Lustig jetzt. Oh Mann. Ich verstehe nicht, warum der nicht dabei ist. Das finde ich irgendwie richtig doof. Oh, und ein... Alter, die haben uns die komplette Fensterfront an der Seite weggehauen. Wie haben die uns denn in den Seiten so getroffen? Wow. Das sah komisch aus, gerade von außen. Das ist die grüne Wand halt, ne? Ach, guck mal. Hier können wir uns doch einfach mal hinstellen. Und das war die Drohne. Die sind ziemlich schnell. Ist die schon kaputt, oder was? Ja, die sind ziemlich schnell, ziemlich im Eimer. Ah, guck mal. Ja, wir waren einfach zu weit oben. Silizium, Magnesium, Kobalt. Naja, wenn man noch Promethium findet, super. Können wir eigentlich mal hinten auf die andere Seite, ne? Das Problem ist, mit dem musst du ein bisschen hochbleiben. Ah, jetzt wird es hier auch noch dunkel. Nee, dann fliegen wir nicht auf die andere Seite. Dann bleiben wir im Hellen. Einverstanden? Ja, dann sieht man noch mehr. Hast ja keinen Scheinwerfer vorne dran. Es gibt ja keine Scheinwerfer. Das ist ja das Problem. Ein Teelicht? Aber was ich mich wirklich frage, ist erstens, wie sie mir in die Seite so reinschießen konnten. Viel wichtiger allerdings, wie sie es geschafft haben, mir oben zwei Düsen wegzuschießen. Tja. Also unten volles Verständnis für, unten seitlich volles Verständnis für, aber über die Flügelposition, das verstehe ich gerade nicht. Die haben aber richtig komplett die ganze Seite aufgeräumt. Da bin ich jetzt einiges, haben wir einiges zu reparieren. So wie steht fest. Also einige Fenster machen. Grüne waren wieder. Schwupps. Ja. Einige Fenster machen, 10 vorne haben die beschossen, die alten blöden Säcke. So. Hast du schon wieder Erze entdeckt? Nee, ne? Nee, du alles. Na, ich habe bis jetzt auch noch keine neuen entdeckt. Oh, nee. Deswegen, Ich glaube, wir sind noch zu weit oben vielleicht. Guck mal, da liegt ein kaputtes Schiff. Ja, da könnte man doch ein bisschen looten gehen. Ja, ein paar Ersatzteile holen. Ja. Hier brauche ich auch einen Helm, oder? Kobalt-Erzlager. Ja, hier brauchen wir einen Helm. Hier brauchen wir Sauerstoff. Okay. Minenkomplex. Aha. Oh ja. Das gibt's doch gar nicht. Boah, unten ist ein Schweizer Käse jetzt. Naja. Und irgendwie treffen meine Geschütze gar nichts, ne? Außer die Drohnen. Wahnsinn. Das ist ein Hammer. Also die treffen eindeutig zu wenig. Die haben die ganzen Pflanzen wahrscheinlich unten schon kaputt geschossen. Ja. Eine Menge. Eine Menge. Aber das ist ein Hammer, ganz ehrlich. Da musst du ja quasi unten den kompletten Bereich komplett mit Panzerplatten zuknallen. Mhm. Ja. Weil wenn du das siehst, wie schnell, das sind 4 Geschütze gewesen. Und von mir haben mindestens 6 Geschütze nach unten geschossen. Und trotzdem haben die daraus einen Schweizer Käse gemacht und meiner hat gar nichts getroffen. Hast du die Geschütze aus dem Billig-Discounter? Sieht beinahe so aus. Ja. Oh Mann, ey. Also da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Das heißt, das wird jetzt so ablaufen, dass dieses Schiff nicht irgendwie über Basen. Jetzt bin ich schon wieder von der Wand geflogen. Ich sehe aber keine Wand hier. Ja, ich auch nicht. Das ist ich habe aber gesehen, wie es gestoppt hat, gell? Ja, ich auch. So, wo können wir denn dann unseren... Eigentlich nur da hinten, ne? So wie es ausschaut. Tja, das heißt, es muss einiges erneuert werden. Wir haben einiges an Pflanzen verloren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber jetzt gerade... Jetzt sehe ich die Wand. Eieieiei. Das, schwierig. Ganz schwierig gerade mal.
Ja, ist ja gut. Unsere gute kleine Schildi. Hm. Da geht man gar nicht irgendwie. Alter Schwede. Fliegst du eigentlich Vollgas hier? Nee, gell, oder? Ah, ja. Du fliegst aber halt mit maximal 40 Meter. Ah, unter uns ist aber ein fettes Ding, ne? Ja. Das ist das gleich Ding. Wieder auf die, auf dem. Und auf der anderen Seite ist eine Mauer. Mhm. So, mal gucken, ob ich mich tief genug halten kann. Und dann ist alles gut. Geht doch. So funktioniert es. Dann können wir den hier einmal hinstellen. Alter, nicht, dass sie uns den treffen hier dann noch. Nö, da haben wir jetzt dann oben die Geschütze und dann ist alles gut eigentlich. Also hier sollten wir eigentlich safe sein. Na dann runter damit. Jo. Okay. Okay. Mache ich jetzt mal eben die Systeme aus, also die Sekundärsysteme, die brauchen wir nicht. Wunderbar. Den Helm also hier gleich anziehen. Jep. Guck mal, hier kommt auch direkt ein Meteorit runter. Ist das nicht herrlich? Wo? No, stand da eben eine Nachricht. Jo, also hier ist unheimlich viel zu reparieren. Komisch, ne? Die Ecke, wo der Kern ist, alles heile. Ich weiß gar nicht, wo der Kern ist. Der Kern ist in diesem Leuchtblock mittendrin. Okay. Oh, da kommen Patronen. Aber die sind ganz schnell Geschichte, wie du siehst. Ich sehe es gerade. Ja. Die sind ganz schnell Geschichte. Die backen voll im Boden irgendwie. Was ich übrigens auch lustig finde, ist, dass diese Viecher, die es hier gibt, das merkst du jetzt auch gerade schon, das ganze Raumschiff durch die Gegend schieben. Ich wollte gerade sagen, was wackelt denn hier so? Ja. Aber richtig ordentlich. Ich muss es mal 2 Meter woanders hinfliegen. Das wird sonst nichts. Was ist denn das? Das sind die alten Viecher, die hier so rumstehen. Wie die Viecher? Naja, diese Gammelviecher halt, die einen ärgern wollen. Ja. Die ist halt ein paar Meter nach vorne und dann geht er. Aber das ist jetzt auch so eine Geschichte, die irgendwie... Nö, ich stehe ja auf irgendwelchen Sachen scheinbar rum. Na gut. Ich flieg's einfach ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ich bin durchs Schiff gebackt. shit. Jetzt falle ich gleich runter. Nee, ich stehe schon wieder. Wieso man durchs Schiff backt? Was ist denn das für ein Ja, das ist logisch, ne? Ja, keine auf jeden Fall. Keine Trickheitsdämpfer. Und ja, dann gut, aber hält man das schon mal ruhig. Ist klar, ne? Durch die Wand. Mhm. So, jetzt müsste das Schiff aber stehen, ohne zu wackeln. Steht es, ohne zu wackeln? Ja, ne? Sieht gut aus. So, ich bin unten. Mhm. Hier ist mitten auf einer Pflanze hier. Oh ja. Oh, das geht aber. Na, ausgerechnet hier. Da haben wir jetzt keinen Ersatz von den Dojen. Glaube ich nicht. Oder? Na, wir könnten aber auch zur Basis wieder kriegen. Die Tomaten sind auch komplett in Ordnung. Aber oben am 10 vorne, da haben die uns natürlich richtig was weggeknallt. Interessanterweise... Ups. Na nö, das sah nur so aus, als hätten die hier was weggeknallt. Nö, 10 vorne ist in Ordnung. Sieht gut aus. Und hier kaputt jetzt gerade. Das ist Reparatur. Ah, da. Oh, Maschinenraum sieht spitze aus. Alles in Ordnung. Ja. Muss halt eine Menge repariert werden. Ein paar Düsen angeflickt. Und dann. Gibt's hier böse? Ja. Die haben Tentakel auf dem Kopf. Oh. Ja, ich fange dann mal an, hier so ein bisschen zu reparieren. Und dann geht er wohl. So, wie sieht denn der aus?
Na nö. Hätte ich hier nicht auch was angepflanzt? Ich glaube, wir haben Pflanz-Saatgut vergessen. Vergessen? Nur nochmal, ja. Warum haben die denn hier eine Lücke reingeschossen? Die sind ja auch lustig. Warum? Vielleicht bist du einfach nur da reingeflogen in den Schuss. Aber das ist schon interessant, wie die treffen können. Also ich kann mich nicht entsinnen, denen meinen Rücken zugedreht zu haben. Dass die so im eins von den Minigun-Geschützen mitgenommen haben, so im Vorbeiflug, ja, volles Verständnis für. Aber dass die oben, direkt ganz oben drauf da was weggeknallt haben, wenig bis gar kein Verständnis für. So, wir müssen auf jeden Fall die Pflanzenkübel von unten schützen. Mhm. So viel steht auf jeden Fall fest. Auf jeden Fall. Das geht nicht anders, weil ist halt unsere Versorgung. Wenn sie uns die wegfeuern, dann ist schlecht. Definitiv. Also, gut, dann werden wir mal richtig viel reparieren müssen. Ja, beziehungsweise wir werden auf jeden Fall Keimlinge ins Lager mit reintun. Das ist ja auch gefährdet auf jeden Fall. Sieht ein bisschen aus wie Ausbeulen. Ja, aber ich bin gerade echt am Überlegen, ob wir nicht komplett unten Panzerplatten drunter setzen. Ja, das denke ich, wäre eine ganz gute Idee. Ja. Wir können es nur machen, wenn wir die Folge beenden. Mhm. Da hast du wohl recht. Das Lager ist vollkommen in Ordnung. Super. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, teilt es auf unseren Social Media. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das machen wir. Bis dahin, Leute. Vielen Dank fürs Reinschauen. Und hebt die Daumen. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Bye-bye.